Ein großes Jubiläum braucht eine würdige Feier. Vor 125 Jahren hat Wilhelm Girardet den Generalanzeiger für Barmen und Elberfeld gegründet. Seitdem ist die Zeitung nicht mehr aus dem Tal wegzudenken. Und zum Gratulieren kamen dann auch rund 250 geladene Gäste in die Villa Media. Darunter viele bekannte Gesichter. Auch solche, deren Terminkalender für gewöhnlich zu voll ist für Jubiläumsfeiern. Was wünschen Sie der Zeitung für die Zukunft? Dass sie so weitermacht, dass sie unabhängigen kritischen Journalismus weiterhin in den Vordergrund stellt und dass sie durch die schwierige Lage, die im Moment ja auf dem Zeitungsmarkt herrscht, gut durchkommt. Der Besuch dürfte sich für sie gelohnt haben. Auch, weil das Rahmenprogramm vom Feinsten war. Der Generalanzeiger hat seinen Gästen einige Leckerbissen der Wuppertaler Kulturszene serviert. Auf der Bühne ging es aber auch um die Bedeutung und Zukunft von Zeitung. Und am Rande gab es jede Menge Glückwünsche und Wünsche an die WZ. Ich wünsche der WZ viele weitere erfolgreiche Jahre in Wuppertal. Sie ist für uns unentbehrlich. Sie ist die einzige Tageszeitung und damit wichtigstes Informationsmedium für viele, viele Bürger, unter anderem auch für mich. So eine Zeitung, meine ich, gehört zu meinem Lebensniveau. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich zum Briefkasten gehen, mir meine Zeitung holen und mich mal erst darin vertiefen und anschließend frühstücken. Ich wünsche der WZ für die Zukunft weiterhin ein so spannendes Wuppertal, dass sie so spannende Zeitungen weitermachen können. Weitere viele Jahre innovativ, informativ. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch WZ, super. Ich wünsche, dass nach wie vor Leser da sind, auch auf den Papierform, dass nicht alles elektronisch geht. Und alles Gute, macht weiter so. Ich wünsche der WZ, dass es die Tageszeitung so richtig zum Anfassen aus Papier, dass es die noch ganz, ganz lange geben wird. Nun, da ist WZ-Verleger Dr. Michael Girardet schon einen kleinen Schritt weiter. Für ihn persönlich ist der Generalanzeiger längst im Digitalzeitalter angekommen. Ich selbst lese meine Zeitung täglich und an jedem Punkt der Welt online auf einem iPad. Unabhängig von der äußeren Form der Ausgabe. Bleibt aber die erfolgreiche Grundidee, der Geist unserer Zeitung erhalten. Dafür sorgt vor allem die unabhängige Redaktion. Deren Verantwortliche haben am Jubiläumsabend den Blick schon wieder nach vorne gerichtet. Wir werden uns hier in der Stadt weiter engagieren. Wir werden ganz nah mit dem Leser und am Leser weiter Zeitung machen. Und die WZ wird hier in Wuppertal auch weiterhin das Leitmedium bleiben. Das ist unser erklärtes Ziel und das werden wir auch erreichen. Es wird auch in 20, 30 Jahren weiterhin eine gedruckte Zeitung geben, aber es wird sehr viel andere Ausgabeformen der Zeitung geben. Wir haben heute schon das Internet, wir haben Apps, wir werden da auch noch aktuelle Formen davon bekommen. Einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Chancen für die WZ und für alle Zeitungen haben. Man muss ja auch heute sehen, die neuen Möglichkeiten sind keine Bedrohungen für die Zeitung, sondern eher eine Bereicherung. Deutsche Zeitungen und auch die WZ haben noch nie so viele Menschen erreicht, wie sie es aktuell tun.